Ich erzähle euch jetzt ein bisschen von diesem Projekt, aber nicht nur, auch ein bisschen, wie es entstanden ist. Also am Fibel arbeite ich im Bereich Tierhaltung, Tierzucht, ein bisschen in der Lehre und Beratung und auch in der Forschung. Und das Projekt, eben das wir in Graubünden gemacht haben, das war eigentlich auch eine Kombination von dem allem. Und wenn es um, wie mache ich das weiter? Wo ist es? Das da? Okay. Links ist weiter. Ah, gut. Also gut. Hm? Probier schon mal links. Nein, und da hast du so einen Link, so einen roten Punkt. Gut, also gut. Ja. Also, und wenn es um ein Projekt geht, wo es um Kühe geht, dann ist klar, dann muss die Kuh im Mittelpunkt stehen. Und das heißt, ich muss die Kühe verstehen, so wie Martin das vorhin beschrieben hat. Und wenn ich so Vorlesungen habe und die Studierenden frage, wie kann ich denn eigentlich herausfinden, was wichtig ist für eine Tierart oder was artgerecht ist, was wesensgerecht ist, wie kann ich das herausfinden? Dann antworten sie mir eigentlich immer, ja, ich muss das Tier oder verwandte Tierarten in der Wildnis beobachten und schauen, was sie machen, wenn sie ganz ungehindert sind. Und dann muss ich versuchen, die Haltung dem anzupassen. Und es stimmt, das ist eine Methode. Aber ich denke immer, es reicht nicht ganz, weil all das, was ich dann beobachten kann, von dem weiß ich dann noch nicht, was ist wirklich ganz essentiell für die Kuh und was von dem, was ich beobachtet habe, ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Also was muss ich wirklich ihr ermöglichen, auch wenn ich sie zu Hause halte und eben nicht in der Wildnis? Und wo ist es auch möglich, mit ihr Kompromisse zu machen? Und ich denke, eine weitere Möglichkeit ist eben die, die Organe der Tiere zu beobachten, also zu schauen, was ist denn, wie sind sie denn gestaltet? Und Martin hat das vorhin ganz einfach super beschrieben, wie die Verdauung der Kuh funktioniert. Und hier, da dieses Bild bringe ich jetzt, um zu zeigen, verschiedene Wirbeltierarten, die sind am Anfang ihrer Embryonalentwicklung, die oberste Reihe, sehen die alle praktisch gleich aus. Und dann differenzieren sie sich alle. Die unterste Reihe zeigt dann, wie sie zur Welt kommen. Der Fisch, das Amphibium, das Reptil, der Vogel, das Säugetier und der Mensch. Und da sieht man, die machen in dieser Embryonalentwicklung ganz unterschiedliche Differenzierungen durch. Und die differenzieren einzelne Organe ganz stark und andere wenig. Andere bleiben ähnlich wie in der ursprünglichen Anlage. Und dadurch werden eben die verschiedenen Tierarten so verschieden. Und die Organe, die eben ganz stark differenziert sind gegenüber dem frühen Embryonalstadium oder auch gegenüber anderen Tierarten, das sind eigentlich die Organe, die die Lebensweise der Tiere ganz stark prägen. Also eben die Verdauungsorgane, wie Martin Ott sie beschrieben hat, beim Wiederkäuer, die sind so stark spezialisiert auf diese Zelluloseverdauung und die können das ja unglaublich gut und sie stellen ihr ganzes Leben darauf ein. Natürlich nicht nur die Verdauungsorgane, auch die Gliedmaßen, auch den ganzen Körperbau, die Lunge und Herz, alles ist darauf eingestellt. Und das ist eigentlich etwas unglaublich Schönes, wie sie das können, aber man muss immer bedenken, sie können das, aber sie können nichts anderes mit diesen Organen. Und das Tier, das kann sich da nicht sagen, wenn die Bedingungen nicht stimmen, diese Organe so zu brauchen, wie sie gebaut sind, kann es sich nicht sagen, naja, da mache ich heute halt etwas anderes. Oder morgen wird es dann schon besser. Das kann es nicht. Und ich glaube, die Tiere, wenn sie nicht die Bedingungen haben, das zu tun, was zu ihnen gehört und zu ihren Organen gehört, wenn sie das nicht haben, dann leiden sie wahrscheinlich viel stärker als wir Menschen, wenn wir gehindert sind an etwas, was wir tun möchten, weil sie nicht anders können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer, wenn wir mit Tieren zu tun haben, versuchen, ihnen das zu ermöglichen, was ihnen das Allerwichtigste ist. Und beim Rind ist es halt eben so, wir müssen ihnen ermöglichen,
so eben Raufutter zu verdauen und die Zelluloseverdauung zu machen, nebst all dem anderen, was wichtig ist zu der Mensch-Tier-Beziehung, was Martin Ott auch gesagt hat. Ja, und so ein schönes Bild wie Martin habe ich auch eben. Das ist ja eigentlich das Wiederkäuerleben. So stellt man es sich vor. Und jetzt besteht halt das Problem, genau das, was Martin am Schluss angesprochen hat, dieser flachen Landwirtschaft, die auch im Biolandbau besteht. Und es gibt in der Schweiz halt auch diese Frage, wie macht man das denn im Berggebiet? So, das ist jetzt hier so auf einer Alp, Kühe auf einer Alp. Und es ist so, dass auf sehr vielen Betrieben, fast allen Bergbetrieben, die ich kenne, auch Biobetrieben, die Kühe eben nicht ausschließlich leben von dem, was dort wächst, sondern die Landwirte kaufen ziemlich viel Futter zu, sehr viel Mais, auch Luzerne, aber auch Kraftfutter. Und das Kraftfutter ist sicher dasjenige, was am wenigsten gut passt zur Wiederkäuerverdauung. Aber was nicht möglich ist auf vielen Betrieben, ist, dass die Tiere sich von dem ernähren, was dort wächst. Es ist eben nicht eine standortgerechte, Landwirtschaft, so wie Martin sie am Schluss skizziert hat. Es ist nicht diese kreative, individuelle Landwirtschaft. Und es kommt auch oft vor, dass Betriebe Tiere haben, die schlecht auch zurechtkommen mit dieser Situation. Im Biolandbau in der Schweiz ist man eingeschränkt mit der Kraftfutterfütterung, was ja auch richtig ist. Aber es gibt Tiere, die kommen damit nicht zurecht, die haben ganz hohe Milchleistungen und schaffen es nicht, diese Leistungen anzupassen, wenn sie dann eben dieses Kraftfutter nicht bekommen. Andererseits bekommen sie, wenn sie viel Kraftfutter haben, Stoffwechselstörungen. Ich sage das nur, weil einfach zum Zeigen, es gibt dort Probleme, auch auf Biobetrieben. Und wir am Fibel haben uns überlegt, ja, wie könnten wir damit umgehen? Im Kanton Graubünden, im Berggebiet in der Schweiz, sind 56% der Betriebe Biobetriebe. Und wir müssen etwas mit ihnen machen. Und wie können wir es hinkriegen, dass dieses Thema, wie arbeite ich an diesem Standort, wichtiger wird? Und ich habe dann angefangen, so einen Einschätzungsbogen zu entwickeln, weil ich habe gedacht, ich kann nicht zum Bauer gehen und sagen, ja, du hast einfach die falschen Kühe, mach das mal anders. Sondern ich habe gemerkt, ich muss irgendeinen Weg finden, um mit ihnen alles anzuschauen auf ihrem Betrieb und zu schauen, was kannst du hier machen? Was gibt es für Möglichkeiten, hier anders zu machen, dass du standortgerecht züchten und die Tiere halten kannst? Und da habe ich so zwei Fragebögen gemacht, und wo man einerseits den Betrieb anschaut, andererseits die Herde, und dann vergleicht, ob die Ansprüche der Herde passen zu dem, was der Betrieb bieten kann. Und wenn halt die Ansprüche der Herde höher sind als das, was der Betrieb bieten kann, dann schauen wir zusammen an, was ist denn auf deinem Betrieb möglich zu ändern. Und es geht nicht immer nur darum, was kann ich im Futterbau anders machen. Manchmal geht es auch nur darum zu schauen, wie viel Zeit hast du für deine Kühe? Und du kannst am gleichen Standort unterschiedliche Tiere haben, je nachdem, wie viel Zeit du hast, um das Futter, das du selber hast, gezielt zu füttern, getrennt zu lagern, die verschiedenen Komponenten, und lange Zeit zu füttern, im Winter, wenn die Kühe drin sind. Oder musst du gleich an den Skilift, sobald du gefüttert hast. Das ist auch, ja. Und dieser Einschätzungsbogen, mit dem haben wir dann zusammen mit den kantonalen Beratern vom Planterhof Graubünden, haben wir gesagt, das machen wir jetzt auf den Betrieben, die sich freiwillig melden. Das waren dann 99 Betriebe, die sich gemeldet haben. Und wir haben auf diesen Betrieben eben diese Gespräche geführt. Und dieses Ding ist eigentlich nur ein Hilfsmittel, um diese Gespräche zu führen, um das Thema anzustoßen bei den Landwirten. Und ja, es hat sich dann gezeigt, dass von diesen 99 Betrieben waren, die hier rot sind, also 40%, bei denen war das eigentlich noch überhaupt nicht gut. Also dort hat man gesehen,
Da muss man etwas anderes machen. Die Ansprüche der Kühe haben nicht gepasst zu dem, was der Betrieb bieten kann. Und was für mich jetzt wichtig war an dieser Arbeit, es war nicht nur ein Beratungsprojekt, ein Gesprächsprojekt, sondern wir haben natürlich ganz viele Daten gesammelt von diesen Betrieben. Und wir haben dann gesehen, dass auf den Betrieben, wo das eben diese roten, wo das nicht gut war, dass die auch mehr Probleme hatten mit der Tiergesundheit, mehr Behandlungen der Tiere, kürzere Lebensdauer der Tiere und längere Zwischenkalbezeiten. Das war für mich als Forscherin wichtig, das zu sehen, weil ich dann wusste, ja, dieses Einschätzungsinstrument bildet auch etwas ab, was in der Realität wichtig ist. Also es zeigt auch etwas, dass dort, wo es nicht gut zeigt, dass es dort auch Probleme gibt auf dem Betrieb und umgekehrt. Also man sieht ja auch die Betriebe, wo das eben ganz gut lief. Und es ist schön, dass ich durch diese immer wieder Arbeit an dem Thema, jetzt im Berggebiet in der Schweiz, dass es sich jetzt wenigstens mal so entwickelt hat, dass das ein Thema ist. Und dass die Bauern davon reden, von standortgerechter Zucht. Und viele probieren auch, etwas umzustellen. Nicht eigentlich auf dem Betrieb oder das auch manchmal, aber vor allem auch mit anderen Kühen zu arbeiten. Sie haben nicht mehr so Angst davor zu denken, vielleicht brauche ich Kühe mit nicht ganz so hohen Milchleistungen, weil sie jetzt immer mehr sehen, wie sie am Anfang hatten sie immer Angst, sie verlieren Geld, aber sie sehen jetzt, es braucht wirklich weniger Tierarzt, weniger Futterkosten und man hat auch mehr Fleisch, wenn man zwei Nutzungsrassen einsetzt. Also es hat geholfen, das Gespräch zu wenden und das Gespräch zum standortgerechten oder zum individuellen Standort des Betriebes zu fördern. Und das freut mich. Andererseits muss immer noch ganz, ganz viel gehen. Wie Martin gesagt hat, ist da noch nicht alles jetzt gut. Aber es ist ein guter Weg, dass wir zu dieser runden und nicht mehr flachen Landwirtschaft kommen. Und ich glaube, es geht nur, wenn wir Beraterinnen immer im Gespräch sind mit den Landwirtinnen und Landwirten und voneinander gegenseitig lernen, wie auch von den Tieren. Jetzt Anita. Applaus